1974. Und damals gab es merkwürdige Geschichten. Der Held in dieser Geschichte ist ein Puerto Ricaner in New York. Ganz Manhattan Island wird von einer Wolke verschluckt. In diesem Wolkendampf legt sich ein Flamm nieder. Der Held verschwindet in einer Scheinwelt in seinem Unterbewusstsein. Dort erlebt er mehrere merkwürdige Abenteuer, in denen er immer wieder in Situationen gerät, in denen er seinen Bruder befreit. Sein Bruder wiederum lässt ihn reinweise im Stich. In dieser speziellen Situation hat sich der Held aus einem Käfig befreit und findet sich wieder in einem Korridor. In roter und ockerfarbener Auslegeware verkleidet. Im Korridor entlang kriechen mönchsgleiche Gestalten eine Kammer am Ende des Korridors entgegen. Diese Kammer hat 32 Türen. Nur eine der Türen führt in die Freiheit. Forest fight, the sunlight, take the roots and never return.